Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Meister in den Minen müssen ihre Bleichhäute härter arbeiten lassen. Bleibt wachsam! Sicher ist sicher! Zündet die Leuchtfeuer an! Alle auf einmal! Los! Wir wollen nur ein... Wir werden dich zerfetzen! Tötet ihn! Befehlige ich Legionen. Ich verstehe diese Kräfte nicht, Geist. Ich verstehe nicht, was mit mir passiert ist. Aber ich werde jede Waffe einsetzen, die man mir in die Hände legt. Es gibt nichts, vor dessen Einsatz unser Feind zurückschrecken wird, um den Sieg zu erlangen. Wir müssen ebenso erbarmungslos vorgehen wie er. Er könnte jetzt direkt hinter euch sein und ihr würdet es nicht bemerken. Der Schmiede in der Nähe ist gestern das Brennmaterial ausgegangen. Also haben sie ein paar Menschlein ins Feuer geworfen. Der Geruch hat mich ganz schön hungrig gemacht.
zurückkehren und meine Freunde retten. Sie wurden so geschunden, dass sie kaum noch stehen können. Stehe in deiner Schuld. Ich habe gesehen, wie der Hauptmann sich beim Anblick von ein paar... Also muss es schlimm sein. Ich bin bereit für einen richtigen Kampf. Pass auf, was du dir wünschst. Du bekommst ihn vielleicht... Unsere Hauptmänner haben sich mit denen aus dem Osten getroffen. Du weißt, was das heißt. Hab die Menschen gefragt, ob sie etwas Grog wollten. Der Grog reicht nicht einmal für uns. Und so tust du das. Ich die Hoffnung in ihren Augen schimmern sehen konnte, bevor ich sie ihnen ausgestochen habe. Das ist gut. Das muss ich auch mal probieren. Da war doch ein Geräusch. Da! Ein Tod! Nur wir beide! Beim nächsten Mal ist er tot! Ich hab keine Angst vor Karagor. Verdammt! Ich dachte, ich hätte diesen Kleinen. Hättest du immer noch schwer, auf den Beinen zu bleiben, Sklave? Rui!
Warte, ich rieche etwas. Wenn du deine Beine nicht benutzt, sollte ich sie dir wohl brechen. Wir werden dich in Stücke hacken. Ist mir egal, was es war. Tja, ich hoffe, du hast recht. Umzingel ihn! Na! So einen großen, starken Mann wie dich zu töten, wird mir Achtung bringen! Solange dieser Fluch auf uns lastet und wir aneinander gebunden sind, werden wir gemeinsam in Mordor Schrecken verbreiten. Sauron vertraut auf die Schwäche der Menschen, auf ihre Machtgier, ihren Zorn und ihren Hunger nach Ruhm. All diese Wege macht er sich zunutze. Wir müssen vorsichtig sein, denn wir dürfen durch unser Vorhaben, ihn zu vernichten, nicht zu seinen Dienern werden. Stoff, als wir kriegen können. Müssen die Kriegsmaschinerie am Laufen halten. Es würde uns leichter fallen, wenn die Sklaven nicht so faul wären. Würden wir Uruk statt Bleichhäute einsetzen, bräuchten wir nur halb so viele Arbeiter. Dieses faule Pack. Unsere Kriege.
Wir müssen mehr Graugs jagen. Sie zu verfolgen und gegen sie zu kämpfen ist ausgezeichnetes Training. Du armseliger Boom! Flehe um Gnade! Nicht einschlafen, Sklave! Dir stehen noch mehr Schmerzen bevor! Du kannst schlafen, wenn du tot bist. Und du kannst sterben, wenn ich mit dir fertig bin. Das ist unsere Chance. Das ist der verdammte Tag! Hinterher! Wir sind dir überlegen! Hier ist nichts. Hab mir das Geräusch wohl eingebildet. Versuch doch wenigstens dich zu wehren. Bloß weil wir ihn nicht gesehen haben, heißt es nicht, dass er nicht in der Nähe ist. Riecht sonst noch jemand von euch diesen Geschmack, der mir das Lachen erzählt? Hättest du immer noch schwierig, im Spiel zu bleiben, Sklave? Du musst uns retten! Hilf uns, bitte! Hallo, du da! Komm her! Danke! Waldläufer. Ich weiß nicht, was das war. Sieht so aus. Sicher falsch ein. Ich rieche etwas. Wenn du deine Beine nicht benutzt, sollte ich sie dir wohl brechen. Ich kann meine Füße kaum spüren, doch ich finde schon... die Kraft zu fliehen. Danke, Waldläufer.